Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 12.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir eine neue Lackierung, Lotus-Stern auf der rechten Seite. Fangen wir mal auf der linken Seite an mit dem Mani für 800 V-Bucks. Finde ich ganz interessant, das Teil. Sieht von mir 7 von 10. Ein Gameplay ist oben auf der rechten Seite verlinkt. Ja, wie sieht's denn aus bei dem Mani? Da haben wir folgendes Voting. 3 von 5 bei 10 Votes. Am 5. Oktober 2019 ist das erstmal drin gewesen. Zweimal seitdem, 12 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Jo. Weiter geht's. Mit der weißen Bö für 1200 V-Bucks. Geiles Motorrad hier zum Fliegen. Finde ich richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10. Und White Squall hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,94 von 5 bei 36 Votes. Am 17. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem, 23 Reminders setzt man im Shop. Am 6. Oktober vor 37 Tagen. Weiter geht's mit dem Cyclone. Der Wirbelwind für 1200 V-Bucks. Genau das gleiche wie eben gerade. Haben wir auch 9 von 10 von meiner Seite. 3,73 von 5 bei 37 Votes. 30 Reminders. Dann geht's weiter mit dem Rennfieber. Mit diesen zwei verschiedenen Styles. Finde ich richtig, richtig cool, das Teil. Kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Ich finde die sehr, sehr schön. Sehr ansprechend. Auch dein Spec-Pack ist cool. 9 von 10 für den Whiteout. Ja, folgendes Voting. 4,18 von 5 bei 88 Votes am 17. August 2018. Das war drin gewesen. 13 Mal seitdem, 158 wie meines letztes Mal im Shop am 6. Oktober. Wahrscheinlich das komplette Set ist letztes Mal drin gewesen. Jupp, so wie ich das sehe. So, dann geht's weiter. Mit dem Überholer für 1500 V-Bucks. Auch hier haben wir zwei verschiedene Styles. Geht von mir auch 9 von 10. Finde ich auch ziemlich cool. Finde ich sehr gut. Hier hinten haben wir auch wieder so ein Schwert als Backpack. Das sieht doch geil aus, oder? Also. Jo, der Overtaker hat hier folgendes Voting. Wir haben hier derzeit 4 von 5 bei 37. Ne, bei 89 Votes am 17. August 2018, das war dann gewesen. 13. Mal 150 Reminders. Jo, dann sind wir mit dem Set auch soweit durch. Dann geht's hier weiter mit der Astralaxt. Die ist mal richtig, richtig geil, oder? Guckt euch das mal an. Sieht die geil aus, geht von mir definitiv. 10 von 10 Interstellar Set Axt für 1200 V-Bucks. Die Astralaxt hat hier folgendes Voting. Wir sind hier bei 4,49 von 5 bei 43 Votes. Am 4. Mai 2019 ist das mal drin gewesen. Das siebte Mal, jetzt 37 für meine Sätze im Shop. Am 27. September 2019. Dann geht's weiter mit dem Splitterbruch. Sieht richtig cool aus, das Teil. Kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Geil. Für 500 V-Bucks. Shardbreak hat hier folgendes Voting. 4,54 von 5 bei 39 Votes am 4. Mai 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Das sechste Mal jetzt 16 Reminders. Dann geht's weiter mit dem Arcana für 1200 V-Bucks. Auch super schöner Gleiter. Kriegt auch von mir 10 von 10. Super geil, das Teil. Arcana hat hier folgendes Voting. 4,4 von 5 bei 48 Votes.
6 Mal im Shop gewesen, 14 Reminders. Dann sind wir bei dem Traum. Oh mein Gott, eine der coolsten Skins des ganzen Spiels, muss man wirklich sagen. Auch hier hinten, dieser Rucksack ist wirklich geil gemacht. Hier diese Splitter, die da rauskommen, diese Lichteffekte. Hier vorne sieht einfach nur geil aus. Auch hier diese Effekte auf dem Körper drauf. Mega geil. Der Traum kann nur 10 von 10 von mir bekommen. So, da haben wir folgendes Voting. 4,39 von 5 bei... Jetzt bin ich hier wieder, jetzt habe ich wieder das Falsche angeklickt. 4,359 von 5 bei 99 Votes. Ja, das siebte Mal drin gewesen, 136 Reminders. Dann haben wir den Luminos als letztes. Den Luminos haben wir hier. Mega geil. Auch hier hinten, dieser Rucksack auch wieder so richtig schön. Ziemlich cool das Teil. Für 1500 V-Bucks. Geil. Müssten wir auch Gameplay dazu haben. Bin ich mir jetzt nicht so wirklich sicher. Wenn, dann ist es oben rechts in der Ecke verlinkt. So. Schauen wir doch mal da rein in die Noten derzeit. Wir haben 3,98 von 5 bei 56 Votes am 4. Mai 2020. Wird gewesen 7 mal 46 für Mainz. Dann sind wir auch mit dem schon soweit durch. Dann geht's weiter auf der rechten Seite mit dem Slowclap. Hat sich der sofort auch gegönnt. Ist einer der meistgespielten Emotes von ihm. Würde ich mal sagen. Kriegt von mir 9 von 10. Er hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 22 Votes. Am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 23 mal 47 Spiel. Meine ist jetzt mal im Shop. Am 27. September 2019. Vor 46 Tagen. So, dann geht's weiter mit dem Sternenstab. Wenn man da drauf klickt, dann sieht man hier die Sterne fliegen. Pottenhässlich das Teil eigentlich, aber durch diese Sternchen-Effekte eigentlich schon wieder ein bisschen crazy schön. Oder? Ich weiß auch nicht. Ah, pottenhässlich, ich weiß nicht. Ich bin mir hin und her gerissen. Manchmal, je nach Tageslaune, gebe ich dem eine gute Benotung, manchmal eine schlechte Benotung. Ich von mir 7 von 10, heute bin ich gut drauf. Bei 800 V-Bucks. So. Hat hier 3,79 von 5 bei 19 Votes. Am 19. März 2019 ist das mal drin gewesen. 8. Mal jetzt. 35 Reminders. Sitzt mal im Shop. Am 28. August vor 76 Tagen. Dann geht's weiter mit dem Vivacious. Aufgeweckt. Für 800 V-Bucks. Ziemlich cool. Auch der Sound und Beat ist cool. Von 9 von 10. Ja, und der Vivacious hat hier folgendes Voting. Wir haben jetzt 3,39 von 5 bei 28 Votes. Am 15. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 8. Mal jetzt 40 Reminders, das ist jetzt beim Shop. 15. Oktober, warten wir uns starten. Ja, kommen wir zu einem schrecklich hässlichen Skin, der Mothmando. Also, was sie sich da gedacht haben. Es sieht auch wirklich so ein bisschen da diese Mothman-Prophezeiung. Ich glaube, das sind auch diese Zeichen hinten drauf. So, ja, Mothmando kriegt von mir 6 von 10 für 1500 V-Bucks. So, da haben wir folgendes Voting. 3,4 von 5 bei 45 Votes am 30. November 2018 ist das mal drin gewesen. 7 mal 52 für meine ist jetzt mal im Shop am 18. Oktober vor 25 Tagen. So, kommen wir hier zu der Sternenbotin. Haben wir auch ein Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke.
Im Game sieht die gar nicht mal so schlecht aus. So ist es, sind's die Farben sind grausam, schrecklich, hässlich. Aber im Game sieht sie echt nicht schlecht aus. Kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bucks. Und hat hier folgendes Voting. Wir haben jetzt hier 2,92 von 5 bei 12 Votes. 10. Oktober 2019 ist das mal drin gewesen. Zweite Mal jetzt. 29 Reminders. Jo, und zu guter Letzt kommen wir zu der dazugehörigen Lackierung, die jetzt heute das erste Mal im Shop ist, der Lotus-Stern. Animierte Lackierung für 500 V-Bucks. Stelle deinen Stil zur Schau. Ja. Was haben wir da? Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ja gut, also ich sag's mal so. Wer den Starly spielt, da passt natürlich der Lotusstern dann perfekt dazu. Für alle anderen, die in irgendeiner Form ein bisschen farbenverwirrt sind, ja, die können sich das Teil hier auch gönnen. Ich finde diese Farben schrecklich. Wirklich schrecklich. Meine Güte, ist das pottenmäßig. Unfassbar. Jo, von mir kriegt Lotusstern 5 von 10. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Noten bei euch genauso miserabel ausfallen müssen. So, wir haben hier momentan jetzt aktuell nur einen einzigen Vote. Na, 4 von 5. Aber schon 11 Reminders für diese Lackierung. So, jetzt muss ich dem Shop in irgendeiner Form eine Benotung. So, jetzt gucken wir mal da rein. Jetzt hier mal durch. Wir haben auf der linken Seite den Mani. Da bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan von, aber gut. Überholer ist cool. Luminous, dieses ganze Luminous-Paket da ist mega cool. Auf der rechten Seite bin ich nicht wirklich überzeugt. Weder Mothman noch Sternstab, noch langsames Klatschen und so weiter. Also, lass mal ganz kurz hier reinschauen. Wir haben momentan hier 636 Love It, 638 Love It, 615 It's Meh, 1231 Hate It's. So, und von mir kriegt dieser Shop folgende Bewertung. Hate it. Jo Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder ist. Fortnite Daily Shop müssen wir nehmen. Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.